Willkommen zu diesem Lernvideo. Ich möchte Ihnen hier zwei Dinge zeigen. Im ersten Teil des Videos zeige ich Ihnen, wie man in Excel ein XY-Diagramm darstellen kann. Das heißt, ein Diagramm, bei dem zwei Werte gegeneinander dargestellt werden. Beispielsweise wie hier Zeit gegen Wuchshöhe. Und im zweiten Teil zeige ich Ihnen, wie man hier zusätzlich, ich habe es hier noch etwas grau hinterlegt, in der Standardabweichung Fehlerbalken eintragen kann. Beginnen wir aber mal mit dem einfacheren Teil, das XY-Diagramm. Es ist für Korrelationen sinnvoll, beispielsweise wenn wir die Körpergröße gegen das Körpergewicht übertragen möchten, um hier grafisch herauszufinden, ob da ein Zusammenhang besteht oder was in der Wissenschaft das Übliche ist. Wir haben Messpunkte mit unterschiedlichen Zeitabständen und hier wäre dann die Messgröße Millimeter und wir möchten das in einem Diagramm korrekt darstellen und das müssen wir mit diesem XY-Diagramm machen. Ich beginne, wie ich immer beginne, wenn ich ein Diagramm in Excel einfügen möchte. Ich markiere den Datenbereich und obwohl das beim XY-Diagramm nicht so sinnvoll ist, aber grundsätzlich ist es immer gut, wenn ich hier die Spaltenüberschriften, das heißt, was drin ist, auch mitmarkiere. Das hilft hier, dass Excel nicht verwirrt ist und mit den Zahlen dann irgendetwas interpretiert, was ich nicht möchte. Ich gehe hier oben auf Einfügen, das ist gleich neben Start. Und hier habe ich all diese Diagrammtypen. Ich gehe hier in diese untere Ecke, das Punkt X und oder Blasendiagramm, klicke auf den kleinen Pfeil und wähle gleich das oberste links, das Punkt XY-Diagramm ohne Linien dazwischen. Das ist so das Übliche in den Naturwissenschaften. Ich mache hier das Diagramm ein bisschen kleiner und schiebe es auf die Seite. Das ist hier nur, damit es auf dem Video auch sichtbar ist. Das ist bereits alles eigentlich. Wir sehen hier unterschiedliche Zeitabstände. Hier wurde sehr kurz nacheinander gemessen. Hier gab es über einen Tag von Zeitabstand. Das spielt hier für die Darstellung, das hier spielt das keine Rolle. Das ist kein Problem. Es wird hier alles korrekt dargestellt, egal wann ich hier meine Messungen gemacht habe. Wir müssen das Diagramm noch ein bisschen anpassen. Zu jedem Diagramm gehört ja ein aussagekräftiger Titel. Das wäre jetzt hier beispielsweise Wachstum und Kresse. Klicke daneben. Und was ich auch noch hinzufügen muss, was hier fehlt, ist die Achsenbeschriftung. Das ist hier nicht eindeutig klar, was im Diagramm dargestellt ist. Und das sollte es ja sein, dass man das Diagramm versteht, ohne hier im Excel oder im Bericht dann nachschauen zu müssen. Wenn etwas fehlt, gehe ich hier oben auf den Diagrammentwurf und ganz links ist Diagrammelement hinzufügen. Da habe ich eine riesen Auswahl. Was fehlt, ist der Achsentitel. Das wäre der horizontale. Achsentitel mache ich einen Doppelklick, um das zu ersetzen. Das wäre ja bei uns die Zeit. Die ist meistens auch nach Konvention in der X-Achse, so wie wir es gemacht haben. Deswegen ist die hier auch in der ersten Spalte und in der eckigen Klammer. Das ist auch üblich. Gebe ich hier noch die Größe an, dass das hier Stunden sind. Das gleiche mache ich noch mit der Y-Achse. Ich achte darauf, dass das Diagramm immer noch markiert ist. Das sehe ich hier an diesen runden Kreisen. Das Kreis sind immer rund, also an diesen Kreisen hier auf der Seite. Gehe wieder auf Diagrammelement hinzufügen, Achsentitel. Jetzt wäre es der primäre Vertikale und auch hier Achsentitel, Doppelklick markieren. Und das wäre dann die, sagen wir, die Wuchshöhe, Höhe. Und das wäre gemessen in Millimeter. Das wäre schon ein gutes Diagramm, das Sie so in Ihrem Bereich kopieren könnten. Wenn Sie sich nicht für Fehlerbalken interessieren, können Sie jetzt auf Beenden klicken. Wenn Sie die Standardabweichung noch nicht wissen, wie man die berechnen kann oder auch mit Mittelwerten, dann schauen Sie bitte mein anderes Video an mit dem Säulendiagramm mit Fehlerbalken erstellen. Ich zeige hier, wie bereits erwähnt, die Standardabweichung, die ist hier schon bereits berechnet und ich trage die hier einfach grafisch als Fehlerbalken ein. Das funktioniert ähnlich wie vorhin von der Logik her. Ich klicke also das Diagramm an und die Fehlerbalken sind ebenfalls ein Element, das hier noch vermisst wird. Das wäre auch hier Diagrammelement hinzufügen. Unter Moment, Fehlerindikatoren ist das unter diesem Namen. Dann gehe ich hier auf weitere Fehlerindikatoren, nicht die Standardabweichung, sondern hier auf weitere. Jetzt habe ich hier noch ein weiteres Fenster rechts erhalten. Auch hier kann ich alles so sein lassen, gehe auf Benutzer definiert und dann auf Wert angeben, bis nochmals dieses kleine Fenster erscheint. Das ist ein relativ umständlicher Weg hier. Das ist leider, leider sehr versteckt in Excel. Aber ich muss diesen Weg machen. Mit der Merkwürdigkeit ist es noch nicht vorbei. Ich muss noch hier die gegebenen Werte löschen
und klicke jetzt hier auf die Standardabweichung an, ist der gleiche Bereich wie die Mittelwerte. Das heißt, hier habe ich die Datenwerte, die auch in Diagramm vorhanden sind. Das sind 7 Stück und auch hier, das muss von der Menge hier übereinstimmen. Am besten machen Sie es ähnlich, wie ich es hier dargestellt habe, dass Sie das alles hier zusammenfassen. Hier, was in X-Achse ist, hier die Mittelwerte für die Y-Achse und hier die Standardabweichung. Das macht es am einfachsten und Sie nicht hier für das Diagramm Daten aus dem ganzen Excel-Sheet zusammensuchen müssen. Beim Negativ mache ich es genau gleich. Ich muss löschen, was drin ist, sonst wird das 1 dazu addiert. Das gäbe dann etwas völlig Merkwürdiges. Wähle es wieder aus. Nun darf ich auf OK klicken und jetzt sehen wir hier die Fehlerbalken, das heißt das Maß für die Streuung, wie nahe waren diese Pflanzen zusammen. Hier sehen wir, bei diesem Zeitpunkt waren alle ähnlich groß, respektive die Messung war sehr präzise. Hier sehen wir, hat es mehr gestreut, da waren die Pflanzen unterschiedlich groß oder es wurde nicht ganz so genau gemessen. Okay, vielen Dank fürs Schauen und dann viel Vergnügen mit Excel.